Ja, servus. Ich bin auf dem Weg in den Offroad-Park. ich meine, der ein oder andere wird schmunzeln, oder es gibt ja auch immer so einen Schwätzer im Internet, der so vage Ausdrücke oder Aussagen macht. Und ich muss heute leider auch sagen, ich kann nicht sagen, wo ich hinfahre, weil dieser Offroad-Park offiziell gar nicht offen hat, aber Discovery Parts, der Peter mit dem neuen Defender und dem Offroad-Trainer, dem Marcel, wir dürfen da heute hin und dürfen den neuen Defender testen. Warum ich das Video gerade aufnehme, ist eigentlich, jetzt ist natürlich eine Baustelle, logisch, aber immerhin, Schiebedach ist auf. So, also hier nochmal, ne, so was weiß ich, 139, 140. Wir fahren in einem Defender und ungefähr 70 km/h. Also als ich eben angefangen habe, waren es noch irgendwie 140. Und ich sehe auch schon das Ende der Baustelle. Das heißt, wir können auch gleich mal wieder ein bisschen beschleunigen. Und was ich eigentlich sagen will, ist, das ist erträglich. Ne? Also wir haben MTs auf dem Ding, also STT Pro. So, also hier jetzt nochmal mit geschlossenem Dach, ne? 130, 140. Und wir können ganz gemütlich Musik hören. Das ist noch nicht mal richtig laut. Jetzt machen wir die Musik mal ein bisschen leise. So, also Autobahn, 140, 150. Extrem grobe MTs auf dem Auto. Und so kann man es aushalten. Ne? Jetzt können wir hier bis Almeria 2.000, 3.000 Kilometer fahren, Südspanien runter, Fähre Afrika. Das ist doch Feeling, ne? Also richtig grobe Traktorreifen auf dem Auto. Und wir können uns hier relativ normal unterhalten. Also ich bin dann auch mal gespannt, wie sich das Video nachher am Computer anhört. Aber ich bin begeistert. Also das ist wirklich, ich sag mal hier so Oberklasse Discovery-Feeling. Na dann, bis später. Ja, moin. Jetzt sind wir hier am Gelände mit Marcel und dann werden wir gleich mal gucken, was die Autochen so können. Ne? Ja. Ja. Vor allem, was der neue Kleine da so kann. Wobei der irgendwie im Vergleich zum Disco ganz schön groß aussieht, oder? Tut das, ja. Absolut. Und vor allen Dingen hoch. Ja. Die Bodenfreiheit. Na dann. So. Der erste Hügel mit dem neuen Defender. Das ist wahrscheinlich ein Mega-Witz. Gut dran drin und dann gucken wir mal, was geht. Thank you.
Gesehen hat. Ich habe halt erstmal ganz normal mit Straßenprogramm angefangen, dann so Spurrillenprogramm. Ja, aber das Ding hat so viel Drehmoment, dass der im Stand ja schon durchgedreht hat und jetzt einfach mit dem Sandprogramm, also maximale Geschwindigkeit, ne, also wie man das im Sand so braucht, ein bisschen Schwung und dann gräbt er sich da hoch. Super spannend ist, wir sind jetzt hier an einem, naja, so extrem steil ist es nicht, aber es geht schon ganz gut runter, ne? Wenn ich jetzt bremse, ne, und bleib auf der Bremse stehen, ne, und dann steht da oben Hold und er hält das Ding einfach am Hang. Hier, dass man das sieht, ne? Jetzt kannst du halt schön auf dem Bildschirm gucken. Ja, man, klar, das sind Spielereien oder so oder was auch immer, aber du kannst halt genau gucken. Ja, schau mal, ist da genug Platz oder nicht? Also logisch weiß ich, dass da Platz ist. Da kannst du halt relativ safe da durchfahren und vor allem auch alleine. Ja? Weil das ist ja oft das Problem, ne? Du bist wirklich alleine unterwegs. Dann kannst du genau gucken, hängt es da irgendwo, ist es da zu eng. Ja? Coole Sache. Das ist auch mal geil, oder? Guck mal, der zeigt ja immer an, wie schräg du fährst, so, ne? wie geht's hoch und so weiter. Manchmal denkst du ja, Alter, sind wir schräg. Und ich weiß es gerade nicht mehr, was der kann, aber es waren das irgendwie 40 Grad oder sowas. Irgendwie sowas. Und dass du dann so bei 15 Grad schon denkst, Alter, Vater, ist das schräg. ABS lässt den auch ganz schön lang rutschen. Ja, der Marcel hat Spaß. Ich glaube, der will auch einen Defender haben. Der fährt die Kiste. Bodenfreiheit ist wohl auch genug. Und naja, gucken wir uns mal den Unterboden an, wie der das so weggesteckt hat.
Ja, Leute, das war ein geiler Tag. Wenn ihr das hier seht und hört, also mal gucken, wenn ich das reinschneide, dann ist das quasi am Ende des Videos und ihr habt schon einiges gesehen, was ich heute mit dem Defender gemacht habe. Was soll ich dazu sagen? Erwartungen erfüllt. Fährt wie ein Discovery, nur besser. Also klar, das ist irgendwie alles ist neu, aber auch die Stoßdämpfer, das, die ganze Elektronik. Ich meine, der Unterschied zwischen Disco 3 und 4, der war ja schon fast enorm, kann man sagen. Ne? Und der Defender, der macht das eigentlich nochmal besser. Guck mal, wenn man hier, wie sanft man hier hochjagen kann. Ne? Also was hat man eben drauf? Fast 30 Sachen an einem irgendwie steilen Berg. 19 Grad oder sowas. Steil. Ja, Leute. War cool. Ade.